24 Angler. Yes, baby! 13 Angeltage. Alter, hab ich eben geschwitzt. 4 Gruppen. Guckt euch das an! 3 Zielfische. Dieser Biss. Eine Finalrunde ohne Ortskenntnisse. Boom. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2023 wird präsentiert von Shimano Closer to Nature, Closer to People, Hearty Rise, Feel the Difference und LMAB, Every Great Story Starts with a Cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 7. Episode des YPC Bank 2023 und damit zur Auftaktfolge in der Gruppe D. Als ersten müssen wir in diesem Jahr Dietmar Isaias nennen. Nachdem er jüngst für Westin im YPC Boat triumphiert hat, tritt er beim Uferturnier nun für den Echolot-Riesen Garmin an, um das persönliche Double perfekt zu machen. Was Gewässerkenntnis und Angel-Know-how angeht, gehört der Wahl-Niederländer auf jeden Fall europaweit zu den absoluten Schwergewichten. Ebenfalls zu den Top-Favoriten bei eigentlich jedem Turnier zählt Enrico Di Ventura. Der Chefentwickler der Berliner Tackle-Brand LMAB konnte in seiner Karriere nicht nur WPC und Lure Masters, sondern eben auch schon den YPC Bank gewinnen. Wir sind nun aber erstmal gespannt, ob der Mindener wie gewohnt die Gruppenphase meistern kann. Als dritten Teilnehmer freuen wir uns auf Frédéric Julien. Der kultige Franzose, der erneut für die innovativen Schweden von Headbanger startet, konnte bei 4 Teilnahmen bisher immer eine Runde weiterkommen. Allerdings war dann immer Schluss. Mal sehen, ob es in diesem Jahr anders läuft. Jonas Töllner konnte letztes Jahr ein sehr vielversprechendes Debüt feiern. Nach einer herausragenden Vorrundenleistung samt Meterhecht und einer starken Performance im Halbfinale verpasste er die Endrunde nur haarscharf. Daran möchte der Quantum-Repräsentant natürlich anknüpfen und trifft bei diesem Vorhaben wie im Vorjahr auf Florian Hassenpflug, der erneut für den deutschen Premium-Schnurhersteller Stroft ins Rennen geht. Der Hamburger Weltenbummler hat schon auf der ganzen Welt Fische gefangen und kann auf ein Riesenangelrepertoire zurückgreifen. Dass es letztes Jahr nicht fürs Halbfinale gereicht hat, lag allein an einem fehlenden Zander. Sollten sich seine diesjährigen Trainingserfolge aber im Turnier bestätigen, könnte es diesmal richtig weit für ihn gehen. Komplettiert wird diese Gruppe durch einen niederländischen Newcomer. Alex Drappers ist turniermäßig noch ein völlig unbeschriebenes Blatt. Sehr beachtliche PBs, unter anderem ein 54er Barsch und der Heimvorteil lassen aber vermuten, dass der Berkeley-Produktmanager hier nicht allzu viel Anlaufzeit benötigen wird. Am ersten Tag fischen Enrico, Dietmar und Flo in Zone 3. Dementsprechend starten Fred, Jonas und Alex in Zone 4. Der Morgen verheißt einen Angeltag bei besten Bedingungen. Mal sehen, ob die Fische das genauso sehen. Guten Morgen und herzlich willkommen von Tag 1 der Gruppe D. YPC 2023 geht für mich heute in die Ernstphase sozusagen. Ja, es ist wie immer, die Anspannung ist groß. Keine Sorge, ich bin gerade abgeschnallt, weil ich mich verkabeln musste, weil ich gesagt habe, ich fange besser jetzt an zu reden, bevor ich gleich irgendwie zu nervös bin, um mich zu verkabeln und so weiter und so fort. Also Mikro ist da, ich bin da, Michael ist da. Michael hat einen Tag sozusagen gewonnen, mit uns beim YPC live dabei zu sein. Von dem kriegen wir nachher auch noch ein Statement. Jetzt geht's erstmal auf die Fähre, dann geht's rüber zum anderen Ufer und dann hoffentlich zum Fisch. Also dranbleiben und viel Spaß beim Zusehen der Gruppe D vom YPC 2023. Bis dann. Einen wunderschönen guten Morgen.
Wie ihr seht, wir sind noch im Auto unterwegs, aber wir haben auch noch eine halbe Stunde Zeit. Wir sind in 5 Minuten beim ersten Platz. Der erste Platz ist ein Platz, den fischen wir jetzt 10 Minuten. Also da ist entweder steht Barsch oder Hecht da oder halt nicht. Und deswegen werden wir uns da auch überhaupt nicht lange aufhalten. Ihr werdet das ja gleich sehen, wenn wir unten am Wasser sind, wie das da aussieht. Da ist wirklich nur die Hoffnung, ist es einer zu Hause oder nicht. Ich bin gespannt, also im Training kam da, zweimal war ich da, jeweils ein Kontakt. Aber das ist noch so, sag ich mal, der Risk-Move, der da heute stattfindet. Aber wir verlieren da eine Viertelstunde Zeit vielleicht. Und es war jetzt auch nicht so, dass die Morgenstunde quasi die allerbeste Zeit an diesen Plätzen war. Deswegen riskieren wir das mal kurz, verlieren dann halt eine Viertelstunde, aber das kann ja auch anders laufen. Hello guys, so here we are at the first spot. Very, very short drive from the camp. I decide to start close, not losing time. It's already quite late in the day and we're gonna have full sun actually and full moon. So I want to take this opportunity to catch Zander immediately. So that's my plan and let's do it. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist wieder soweit. YPC Bank 2023, der erste Tag. Wir sind gerade am Spot angekommen, warten jetzt, dass die Zeit runterläuft auf 8 Uhr und dann starten wir auf Hecht. Ich habe meine Fliegenroute wieder mit dabei. Dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht einen Hecht mit der Fliege heute fangen können. Es wird hoffentlich ein guter Tag. So, good morning, guys. We're at the first spot. We're a little bit early, so we've got time to prepare, choose which rod we want to take and which lures we want to start. We've got quite a nice plan here. Got a few spots close together. And then, yeah, hopefully it works out. So we'll give it a go. Make sure we've got some food with us, which is really important. And then we'll go fishing. 7.54 Uhr. Ich habe 3 Routen dabei. Die werde ich jetzt alle mit unterschiedlichen Ködern riggen. Eine Gummiroute, eine Hardbait-Route, eine Leierroute, Spinnerbaits, Chatterbaits etc. Und dann wollen wir mal gucken, ob die Fische in Beißlaune sind. Wenn sie das sind, dann bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir was kriegen. Wenn sie das nicht sind, komme ich hier nie wieder hin. So, einmal Köfi Flash Vibe. Das ist unser neuer Twitchbait. Wobbler, Jerkbait, wie auch immer ihr das nennen mögt. Also ein Köder zum Antwitchen. Der kommt erstmal hier drauf. Köfi Multi Vibe. Der kommt hier an die leichtere Route. Heute wird es auf jeden Fall windig. Schwarz ist auch immer eine gute Farbe, in diesem Fall Black Tiger. Zu den Montagen erkläre ich nachher noch ein bisschen was, aber jetzt bin ich erstmal ein bisschen hyped. Und hier natürlich die Gummiroute. Und für mich kommt nichts anderes in Frage als ein Bleakshad in der Farbe Galaxy. 10 Gramm. Das reicht für die Strömungsverhältnisse hier im Fluss, denn wir werden uns die Buhnen wirklich vom Buhnenende, von der Buhnenecke nach vorne durcharbeiten bis an die Strömungskante und dann einfach hoffen, dass hier irgendwo irgendeiner steht, der Stacheln hat. Ob der dann Streifen hat oder nicht, das ist mir eigentlich erstmal egal, nur Stacheln auf dem Rücken muss er haben. Und somit herzlich willkommen zum YPC. Guten Morgen, liebe YPC-Zuschauer, YPC-Bank-Zuschauer zur Gruppe D. Das ist die letzte Gruppe. Mein erster Wurf steht an. Ich freue mich riesig, dabei zu sein und mal schauen, ob wir ein paar schöne Fische kriegen. Ich hoffe, dass wir heute richtig viel Spaß haben. Von meiner Seite aus auf jeden Fall. Wünsche mir viel Glück, drückt mir die Daumen. Bis später, euer Didi. Es ist 8 Uhr. Ich fange mit dem Kuhpaddler an. Auf einem leichten Netrig. Mal gucken, was passiert. Es geht jetzt los. Schauen wir mal, ob die Hechte im Polder heute Lust haben. First cast, day one. Wish me luck, guys. Erster Wurf. Fisch. Barsch. Yes! Geil, Mann, geil, geil. Es hat funktioniert.
Wir gehen ein Stück raus hier. Ich habe die Scale hier. Scale habe ich nass gemacht. Kein ganz schlechter, ein Ticken größer dürfte er noch sein, aber das sind schon mal, was sind das denn? Das hier ist 36. Sehr schön. Hat es sich gelohnt. So, gucken wir, ob hier noch einer steht. Also, trotz dieser kleinen Stelle ist es möglich, auch einen zweiten Fisch zu fangen. Aber ich bin jetzt schon zufrieden, dass das funktioniert hat. Es war sofort spürbar. Hier sind alle sechs auf den Punkt vorbereitet. Dass es bei Jonas dann aber mit dem ersten Wurf klappt, ist natürlich direkt ein Schocker für die Konkurrenz. Und es sieht so aus, als wolle ein anderer Angler gleich noch einen draufsetzen. Der zweite Wurf, beim ersten gab es einen Nachläufer, aber der ist gut. Measureboard ist nass, 66, wow, das ging relativ flott. Den ersten Fisch, guter Zander, jetzt müssen wir gucken, dass wir noch einen Barsch kriegen und vielleicht bleiben wir ein bisschen länger hier. Auf jeden Fall, ich bin mega motiviert und Daumen drücken hat ja doch geholfen. Ein 66er Zander zum Start? Wahnsinn! Jonas und Dietmar legen los wie die Feuerwehr. Enrico macht derweil vermutlich das einzig Richtige und setzt erstmal die Scheuklappen auf. Ich habe gesehen, es sind schon Nachrichten in der Gruppe, die gucke ich mir jetzt aber nicht an. Wahrscheinlich ist es nur viel Glück an alle, aber ich glaube nicht, weil um 7:45 wünscht Dietmar Jesajasch nicht mehr wirklich viel Glück, glaube ich. Fuck! Didi. Das war der Übeltäter, der Bassbite. Die tieflaufende Version, wir haben noch mehrere, also noch eine ganz, ganz tieflaufende. Das ist jetzt die Version, die nicht ganz auf 6 Meter runter geht, so 4,5 Meter, genau an der Steinpackung. So, mal gucken, ob wir noch einen erwischen. Die Bassbites sind dafür gemacht, um sie über den Grund zu tackern. So dicht an der Steinpackung braucht das aber schon etwas Gefühl und Nerven. Apropos... That's one of the big advantages of the rocker head, is that it's flat. So of course it's slowing down the fall, but in the rocks it doesn't go so deep. And so really, really, you have much more chance to take it back and not losing your weight. So now I tend to, when I fish in the rocks, really to avoid jig heads and fish more with the rocker head. I get less problem to get snagged. So, noch einen Wurf und dann probieren wir noch mal was anderes. Je nachdem, wie aktiv die Hechte heute sind, ob sie eher was etwas Ruhigeres wollen, wie die Fliege, oder doch eher etwas Aktiveres. Ne, so, ein Wurf noch und dann. Fliege wollen sie heute nicht, zumindest hier. Das nehmen wir nochmal. Gucken, ob das besser funktioniert. Nee, ich glaube, hier läuft heute keine Strömung. Deswegen haben die Fische nicht so Bock. Ich würde sagen, wir fahren weiter. Gucken nochmal eine andere Stelle, ob da was geht. So, underwater, there's a little bit of a canal here. Because of the outflow, and so it's a deeper part than the rest of the surroundings, and that is really where I expect to fish on this spot. So now it's just a matter of fishing that little underwater canal, and then hopefully Xander's home, and it's hungry. But we'll probably have to find a little bit what it wants to eat today. It's difficult to really control your lure with the side wind, so. In this current, I would usually go a little bit lighter in terms of weight.
with this side wind, I can't really get away with 7 grams. Komm, jetzt zeig schon her. Alter, sehen die krass aus. Ich hab's dir doch gesagt. Ja gut, dann lass uns los. Die Leute brauchen das Zeug. Kein Bock mehr auf böse Überraschungen? Hol dir Luredrop, das Monatsabo für Raubfischangler. Krasse Neuheiten, exklusive Sonderfarben und ein riesiger Preisvorteil. All das und vieles mehr gibt's auf luredrop.de. Der Fluss hat doch ein bisschen mehr Strömung, als ich gedacht hatte, was gut ist. Was definitiv gut ist, weil ein bisschen Strömung brauchst du eigentlich immer hier. Was gut ist, ist auch, dass die Schiffe, dadurch, dass hier die Steine an diesem Fluss sehr stark mit Algen bewachsen sind, die Schiffe bringen Trübung rein und das ist gut. Wenn du hier ganz glatte Steine hättest mit ganz viel Muschelbewuchs zum Beispiel, wenig Algen drauf, dann wäre nicht so viel Trübung im Wasser. Ja, da hinten ist, glaube ich, ein Fisch gestiegen. Ich habe auch echt schon überlegt, vielleicht mal auch hier in den Buhnen morgens mit Topwater zu probieren. Aber es ist mir fast zu heikel, weil ich dann... das ist mir zu heikel, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dann Zeit verschwende. Ich fange lieber erstmal einen Fisch irgendwo. Nicht groß, aber erstmal haben. Haben ist besser als brauchen. Ja! Ja! Ja, der ist gar nicht so klein. Bam! Okay. Ja, über 70 Geilo. Muss ja erstmal gucken, was ist das denn? 74. Geil, 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 Mann. Das ist der Angstgegnerfisch gewesen. Ich wusste, dass hier einer wohnt und es hat geklappt. Von der Idee in den Kescher. Ganz früh schon der zweite Zielfisch und auch die Größen sind gar nicht so verkehrt. Jonas erlebt einen absoluten Traumstart. Der Hecht ist weniger begeistert. Oh, da ist er. Pikey Pike, ey, geilo. Mega gut. Kleine Hechte sind immer die fiesesten. Aber noch ein Zander nachher. Und dann habe ich alle drei Spezies schon mal. Und das in der ersten Viertelstunde.
Ich muss mal kurz Meldung machen. Ja, 13 Minuten. Oh, Didi, 65er Zander. Das sind Punkte. Ja, jetzt habe ich mir natürlich doch die Ergebnisse sagen lassen. Jonas hat, ich will nicht sagen, wie angekündigt, aber das ist das, was er mir erzählt hat, jetzt noch vor dem Wettbewerb, dass er einen Platz hat, wo er entweder einen Hecht oder einen Barsch oder beides fangen kann in der ersten Viertelstunde. Und ja, er hat das wahr gemacht. Also er hat einen Barsch und einen Hecht. Das ist sehr, sehr gut in so kurzer Zeit. Und Dietmar hat einen 66er Zander und das ist auch richtig gut. 66 ist stark. 66 ist wirklich stark. Aber ja, Fische sind ja genug drin anscheinend im Gewässer. Von daher hoffe ich nur, dass das bei uns gleich auch irgendwie anfängt zu klingeln. Es ist schon sehr spannend, muss ich sagen. Also diese Ergebnisse, also ich würde sie mir nicht sagen lassen. Also ganz ehrlich, würde mich ja noch wirrer machen, als es jetzt schon ist. Ja, also die Gedankengänge von Enrico möchte ich jetzt nicht folgen, was jetzt da noch alles kommt. Aber ich bin gespannt, also ist interessant. Sodele, dann versuchen wir mal einen Hecht zu fangen. Auf Spinnerbait. Ja, Fisch! Ganz knapp. Jawohl! Ja! Oh, Leute, ich bin so happy. Wir waren am ersten Polder und da haben sie gemäht. Jetzt mussten wir noch mal woanders hinfahren. Oh, kurz nach Start und das ist der erste Hecht des Tages. Mein Gott. Oh, die Spannung fällt ab. Hammer. Kein großer Hecht, aber es ist ein Hecht. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. So. Haken schon raus, hing knapp, aber hing, ich zeig ihn mal schnell, gebissen auf den Spinnerbait. Das Glück von Dustin, nochmal danke für die Spinnerbaits, da ist er, kleiner Hecht, ach, aber immerhin schon mal ein Fisch, ich bin so glücklich. Was ist da die Linie dahinter, Tadi? Das ist 66,5, ne? 67, okay, 67er Hecht, den setzen wir jetzt schnell zurück. Und da geht er. Oh, Hammer. Bin ich happy. Okay, weiter geht's, Leute. Wie Daniel Andriani sagen würde, ein echter Knotenplatzer. Damit ist das halbe Feld nach nicht einmal 60 Minuten entschneidert. Flo macht umgehend weiter, hat jetzt aber die nötige Ruhe, um etwas über unscheinbare Ausrüstungskomponenten zu sprechen. Und hier im Polder, wegen Schnur, benutze ich eine R von Stroff, eine GTP Typ R. Das ist ein Vierfachgeflecht. Das ist wie so eine kleine Kettensäge gefühlt. Die ist ganz rau. Das heißt, selbst wenn ich hier an diese Seerosen, an die kleinen Wasserpflanzen komme oder auch im Drill, dann werden die Wasserpflanzen einfach weggeschnitten. Das heißt, diese Schnur ist extrem gut, wenn ihr so stark verkrautete Gewässer befischt. Och. Machen wir nicht. Ganz kleine Küken. Nee, kann ich nicht machen. Ich werde jetzt hier mal ein paar Würfe da vorne machen und dann abhauen. Also das so gut die Stelle ist, aber das geht vor. Ist ja gut. Schade, wäre gerne noch hier geblieben. Mehr gelaufen als gefischt, ganze vielleicht 10 Minuten geangelt. Gleich der erste Wurf, gab es einen Nachläufer vom Barsch, zweiter Wurf, ein schöner Zander, freue ich mich sehr drüber. Aber dann auf der Spundwand ging es leider nicht weiter, denn eine Gänsemama und ein Gänsepapa mit 4 Kleinen haben mich davon abgehalten, weiterzugehen. Also es gibt ja noch andere gute Stellen, lassen wir die mal in Ruhe. Und ich habe auch diese Stelle nicht vorgefischt, sonst hätte ich das gewusst und wäre ich da gar nicht hingefahren. Weil das ist ein Angelplatz, den kenne ich schon von eh jeher, dass der sehr, sehr gut Fische liefert. Aber schade, so ein kurzer Abbruch, den habe ich definitiv nicht auf dem Plan gehabt. Jetzt folgt die nächste Angelstelle, ist so ein bisschen Plan B, aber mal gucken, vielleicht klappt ja auch Plan B. Right, let's move on. It's not really been what we expected, to say the least, use an understatement.
So just follow the plan, go to the next one. I would expect a fish here by now, but because that's not the case, what we'll do is we'll spend a little less time here and we'll try and get some time in another spot. So yeah, let's get cracking. So guys, here we are at the new spot. We've a little bit of a story behind, and tell me in the comment if you feel like I'm a fool or not. So here's the story. Normally when I fish a spot, I put it in a list on Google of all my spots, and I grade them with zone 1, 2, 3, 4, etc. So on the D-Day, I don't make mistake, because over the years you have a lot of spots. And for some reason, the spot we start this morning was in the wrong zone. So we lose 1.5 hours before I get to notice it, and of course to change spots. So now we are really in the right zone, but we lose a lot of time. And when I see the leaderboard, I'm late. I need to catch up. So guys, I need all your support in the comment section, and tell me if I'm a real amateur or if it could happen to you as well. So I came to this spot. It's a river spot, large bay, some shallow and rocks in the middle, piers, many piers there. The sun is really high. We're gonna have this all day. And what I fear is that the shallow part are not going to give so much fish. And so the idea is to fish a little bit deeper part with stream, and fish directly in the resting place, not in the hunting place, but fish directly deep behind the edge. And hopefully we're gonna get some bite. So let's see what's happened now, because the other competitors are doing well. Oh nein, Babyzander. Oh, ein Koi-Karpfen. Schau mal hier, ein riesen Koi-Karpfen. Oh, noch ein Koi-Karpfen. Guck mal, ein zweiter. Fisch. Der wird kein Maß haben. Das war nur ein ganz kurzer Weg von nur wenigen Kilometern. Wir sind an einem Kanal, den werdet ihr sicherlich wiedererkennen von einer oder einer anderen Ausgabe vom YPC Bank. Patrick fischt hier sehr viel. Ist eine gute Ecke, auch vom Boot zu angeln. Muss allerdings aufpassen, denn hier gibt es unwahrscheinlich viel Schiffverkehr. Wir gucken mal, ob wir das jetzt hier gebacken kriegen, denn wir müssen ja etwas eher von der Stelle wegfahren. Vielleicht kriegen wir hier den einen oder anderen Fisch. Hier ist es jetzt etwas tiefer, wo wir gerade gefischt haben, also zwischen 3 bis 4,5 Meter. Da hat der mitteltieftauchende Bassbite bis 4 Meter gute Arbeit geleistet. Aber das ist jetzt ein bisschen zu flach. Jetzt nehme ich den Deep Runner, der läuft tiefer, nämlich bis zu 6 Meter. Hier vorne an der Wand haben wir durchaus etwas tieferes Wasser. Und ich mag es, wenn er ab und zu mal den Gewässerboden berührt. Kurze Stahlvorfach drauf, alles easy. So, zack, Kescher raus. Klappe zu, Affe tot und weiter geht's. Hört sich doch nach dem Plan an, oder nicht? Wieder der erste Wurf, ist der Knaller. Gras ist noch nass, aber mit dem Kescher noch ein bisschen nass machen. So, ich weiß nicht, was der Kameramann sagt, aber
45. Ah, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Obwohl, eigentlich war das ja nur Plan B, aber ich hoffe nicht, dass wir irgendwann mal Plan C benötigen. Boom! Also, wenn das nur Plan B ist, nachdem er gutes Karma gesammelt hat, landet Dietmar den zweiten sehr guten Fisch und beweist einmal mehr, dass er sich an den Gewässern seiner Wahlheimat fantastisch auskennt. Die Konkurrenz zeigt sich anerkennend, wenn auch wenig überrascht. Ja, Didi macht ja seinen Namen wieder alle Ehre. Habe ich gerade gehört, 45er Barsch, hat auch schon einen guten Zander. Der ist wieder voll dabei. Das ist ein schwerer Gegner, aber das war mir schon klar. Wir sind jetzt am nächsten Spot, haben den Hecht gefangen, probieren es auf Zander. Ich habe hier eine schöne Stroft E3 drauf, meine Lieblingsschnur für Zander. Und probieren jetzt hier im Schatten der Brücke einen Zander zu fangen. Mal schauen. Also, wir sind jetzt auf der nächsten Buhne und machen genau das gleiche wie vorher. Und ja, ich werde das wahrscheinlich den ganzen Tag machen, bis ich zwei Spezies zusammen habe. Im Optimalfall natürlich. Erstmal muss ich einen Fisch fangen, der Maß hat. Vor Lachen. Aber ja, ich habe das vorhin schon angesprochen, frisches Wasser. Jede neue Buhne ist auch ja, eine neue Möglichkeit, was zu fangen. Unberührt hoffentlich, wenn noch keiner hier war, aber ich glaube nicht, dass heute Morgen schon hier einer langgelaufen ist. Zweitens ist natürlich die Bootsangelei hier auch nicht außer Acht zu lassen, aber ich glaube auch nicht, dass jetzt heute Morgen schon jemand mit dem Boot hier vorbeigeballert ist. Kann natürlich sein, aber ich glaube es nicht. Deswegen, wir machen das so lange wie nötig heute. Stick to the plan, das ist die Devise. Wenn ich eins gelernt habe, dann, wenn man einen Plan hat, dann soll man sich daran halten. Und entweder funktioniert oder man geht damit unter. Wir gehen mal davon aus, dass er funktioniert. So here we're just gonna go and try a few things. Starting off with a Pulse Realistic Roach in a bream color, nice and golden. Also sort of reddish, sort of a red color. So I think they will have seen it here. As you can see, the water is super murky and that is really not what I want for pike fishing. Nah. Right, let's move on. This was just a quick stop. As anglers are, we always have a lot of excuses, and I blame the murky water here today. We'll go on to the ferry to see if we can catch a perch, and if not, we'll go to city and see if we can find some fish under bridges in the shade. They might not be the biggest, but I hope we can catch a few numbers there and hopefully just get two or three fish on the board. Right, let's go. Ja, wie ihr seht, wir sind am nächsten Spot. Wir haben hier mehrere Plätze, die wir beangeln. Also wirklich hier unter der Brücke und halt hinten nachher auf der Spitze. Die Spitze ist eigentlich der beste Platz, aber hier hat es auch immer schon mal Fisch gegeben. Deswegen Stück für Stück vorarbeiten, mal gucken, was kommt. Und ich werde das auch alles nochmal machen. Also je höher die Sonne kommt, desto weniger Schatten haben wir hier. Und da stehen die Fische wirklich an der Schattenkante. Deswegen, hier werden wir auf jeden Fall jetzt ein paar Stunden verbringen. Ich hoffe, dass es sich auch lohnen wird. Jawohl, ich hab ihn. Yes, da ist er. Der Brückenzander, auf den wir gehofft hatten. Sauber. Kein Monster, aber ein Zander. Herrlich, Leute. Da ist er. Der erste Zander des Tages mit der E3. An der Bullseye Jig Whip mit einem BKK-Haken. Hammer, ich freue mich. Ach, was ein perfekter Fisch. Haben wir den Zander, messen wir den mal. Und er hat genau 56, wenn ich das richtig sehe, ja. Quasi fast genauso groß wie die Barsche, die Herr Paczowski hier im Turnier fängt. Cool, den setzen wir jetzt schnell zurück.
Hammer, schöner Brückenzander. Das schöne Nickel-Titan, gar kein Thema, kein Knick drinne, nichts. Perfekt, weiter geht's. Bereits der dritte Brückenfisch heute. Während Enrico, Fred und Alex vorerst punktlos bleiben, haben die ersten drei nun schon zweifach genetzt. Vorne liegt weiterhin Dietmar, der angesichts widriger Umstände seine Strategie anpasst. Zu viel Kraut an der Oberfläche, man kann vertikal angeln. Zu viel Kraut auf der Oberfläche und da bleibt immer wieder was in der Schnur hängen. Das zieht sich dann runter bis zum Köder, mega nervig. Und deswegen werden wir ein bisschen vertikal angeln, aber ich will ein bisschen mehr Aktion reinbringen. Wasser ist ja warm, so ungefähr 16, 17 Grad. Und dann machen wir einen Spin-Jig drauf und nämlich unseren Drop-Bite. Schauen wir mal. So, we're at the second spot. It's a ferry across the Maas River. There's no current in the river whatsoever. So what we're looking for is a place where, where a little bit of current happens, some movement in the water. And this is a place where, of course, with the ferry going to and from, you always get movement in the water. And it's potentially a really good place for perch, for zander as well. And there were already some big mullet scuffling through the stone, so we'll give it a go. See if we can catch a fish here. And one of the things that you will see happening now is once it leaves, is that you will get a lot of turbulence in the water. And the trick is to throw your lure straight in the turbulence, but not on the ferry. But we are fishing in a good spot. As you can see by the mussels, something that fish really love. There's a lot of small animals and crayfish in between, and fish can scuffle around and find some food. So put them back. You can't eat them, unfortunately. So what we'll do is we'll downsize a little bit. First go to a crankbait and then to spintail and just see if there's some small perch around which are hungry. Du interessierst dich für die gefischten Produkte aus dem YouTube Predator Cup und möchtest sie im Angelladen in die Hand nehmen? Dann mach dich auf zu deinem YPC Megastore. In Niederbayern, unweit der A3, direkt an der Donau, ist das Angelcenter Passau. Inhaber Helmut Kurz und sein Team sind extrem stolz, mit ihrem YPC Megastore Teil der YPC Community zu sein und allen Anglern, egal ob Raubfisch, Friedfisch, Wels- oder Meeresanglern, immer das angesagteste Tackle anbieten zu können. Dabei steht der Kunde stets im Vordergrund. Sollte mal etwas fehlen, wird es umgehend besorgt. Ganz egal, ob du Einsteiger, Hobby- oder Wettkampfangler bist. Für die Zukunft gibt es noch viele Ideen und Pläne und da dafür der Platz ausgeht, ist das Angelcenter Passau ab Dezember auf einer größeren und schöneren Fläche zu finden. Die alte und die neue Adresse sowie alle anderen YPC Megastores findest du auf lmab.de/megastores. So sieht er also aus, der Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2023. Das perfekte Produkt, das perfekte Geschenk für alle Raubfischfreaks. Denn die Ködervielfalt zum Hecht, Barsch und Zanderangeln ist einfach großartig. Für alle Sparfüchse, denn für nur 99,95 € bekommt man hier einen Warenwert von über 200 Euro. Für alle Sammler und Liebhaber, denn alle enthaltenen Produkte wurden exklusiv nur für diesen Kalender produziert. Und natürlich für alle Glücksspielfreunde, denn jeden Tag wartet ein goldenes Ticket. Je früher du bestellst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken. Deswegen ran an die Tasten. Den Link zum Produkt findest du unten in der Videobeschreibung. Nicht der Barsch, auf den ich gehofft hatte, aber ein Barsch. Ich gehe mal kurz das Measurement. Mal anschmeißen. Nicht der Barsch, auf den ich gehofft hatte, aber ein Barsch. So, Galaxy. Das Maßband mal gerade. Maß hat auf jeden Fall
28 ist der kleinste Barsch, den ich hier je gefangen habe. Aber Barsch, wollen wir uns nicht beschweren. Entschneidert erstens und zweitens eine Fischart schon mal auf dem Scoreboard. Kleines Ding, aber die Großen kommen auch noch. So, kleiner Mann. Auf Wiederschauen. So in 20 Zentimetern. Ich hatte gehofft, dass es ein Barsch war, weil sonst wäre es wieder ein kleiner Zander geworden. Egal, Fisch ist da und wohl auch aktiv. Das ist schon mal gut. Es ist echt unglücklich manchmal mit dem Seitenwind, weil der Wind genau vom Land kommt. Es ist zwar gut, weil das Trübung ins Wasser bringt, aber es ist halt ganz schön ekelig mit dem Angeln. Gerade wenn man weit draußen ist, hat man einen großen Schnurbogen. Deswegen mache ich das so, dass ich mit der Schnur oftmals dann, also wenn der Wind dann so böig zu stark weht, dass ich dann die Schnur durch die Finger laufen lasse. Also anders als viele andere, das mache ich zwar auch manchmal, aber da muss ich dann schon genau wissen, welche Übersetzung ich habe. Aber ich mache das einfach so hier zwischen Mittelfinger und Ringfinger und dann lege ich immer den Zeigefinger an, weil man im Zeigefinger einfach die meisten oder das meiste Gefühl hat. Und so merke ich wirklich jeden Biss, da kann der Schnurbogen noch so groß sein. Was natürlich blöd ist beim weiten Schnurbogen ist, dass man sehr viel Anschlag verliert. Fisch. Das ist ein Zander. Das ist ein Zander. Oh, und der kam richtig an im Zeigefinger, das sage ich euch. Kein schlechter. Auf jeden Fall ein wichtiger Fisch, den ich dringend brauche. Neun cm Galaxy, nichts mehr von zu sehen. Alter, hat er den weggesemmelt. Egal. Measurement ist noch nass. Und zwei Fischarten, Jungs. Und Mädels. So Leute, guckt euch das mal an hier. Der ist ja wohl sowas von weg. 9 cm Galaxy. 10 Gramm Tungsten und Abfahrt. Ah, Mitte 50. Da, 0,5 ist er drüber. Das ist dann 58. Ja. Das ist toll. Das ist ein geiler Fisch. Ganz, 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 ganz wichtiger Fisch. Und oh, der ist gallig wie die Sau. Fantastischer Fisch, richtig schön. Na, spritzt er mich nass? Na, du musst da lang. Nicht nass gespritzt, aber dafür lassen wir es regnen. Let it rain, Leute. Schöne Szene und echt eine interessante Technik, wenn man mit ungerader Übersetzung faulenzen möchte. Enrico schnürt also binnen Minuten den Doppelpack, schließt nach oben auf und hat endlich selbst etwas zu tippen. So, Leute. Den Zander reporte ich jetzt in die Gruppe. Heute geht's in die Gruppe. Morgen geht's dann nur noch an Toni, damit wir nicht wissen, was die anderen gefangen haben. Also 58er Zander. So, das sind 28er Barsch, 58er Zander. Wenn wir in 30er Schritten weitergehen. Na, egal, ich darf nicht so viel Scheiße erzählen. Also. Ganz, ganz niedrig stapeln, schön weiter meinen Stiefel durchfahren. Der Plan scheint jetzt erstmal so langsam aber sicher ins Rollen zu kommen. Wenn wir den Pace halten können, dass wir alle anderthalb Stunden zwei Fische einreichen, bin ich mehr als zufrieden. Fisch? Oh, wieder wahrscheinlich ein kleiner Zander. Alter, was ist das denn? Wieder ein kleiner Zander. Ich lege ihn noch mal drauf. Vielleicht ist der diesmal 42. Könnte er wirklich fast haben, glaube ich. Ja, der hat Maß. Ein richtiger Löwe. Aber ja, besser als nichts. Ich setze ihn schnell zurück, mach weiter. Der darf gerne 10 cm größer werden jetzt für die nächste Runde hier.
zack. Haben ist besser als brauchen. Na, auf jeden Fall. Immerhin ist dieser kleine Zander Jonas dritter Zielfisch und gleichbedeutend mit der momentanen Führung. Bei Didi regt sich was. Was ich so sehe, es hat ein paar Mal in meiner Hosentasche vibriert. Nicht auf dumme Gedanken kommen. Und da habe ich gemerkt, dass ein paar Leute wohl Fische gefangen haben. Enrico, der Flo, Jonas. Also es läuft wohl aktuell. Schön, schön. Jetzt muss wieder bei mir was laufen. So, when thing goes wrong. We have to deal with it. We lose a lot of time on the road by my mistake. But finally we arrive on a new spot. I have a big hope here for Zander and Perch, potentially. And it's a really interesting place because it's a connection between two waters. And I get a lot of different structural, like sandy place, rocky place, deep, shallow. So yeah, potentially if there's some activity, we might find them there and then the stream from the river right next to it. So I'm going to fish a lot with the rocker head again. It's really a different presentation and I count on that. So basically, the head is acting like a little bit like a chatterbait, moving in front, and then when I do pose, it's really holding on the bottom flat, and the bait, it's really like a free. It's a free presentation behind. So I switch from banger ribs, which is virtually which is a like a grub tail, and this one, which is more between crow and creature, that's a banger lizard. And dragging it on the bottom. And here, especially since I have sand and rocky, it's going to go over the rocks and not get stuck. So hopefully I'm gonna have the bite in those really tiny places that I search. And yeah, wish me luck. Der ist ein bisschen besser sogar. Geile Nummer. So, da haben wir ihn, Leute. Wieder ein schöner Brückenzander. Ich denke, der wird kurz einen kleinen Ticken größer sein als der andere. Schön am Stroft E3. Wieder voll weggefaltet hier. Den Haken von BKK hier am Niti. Kein Knick drin, nix. Richtig geil. Okay, ist dran. Kommt auf halb. Dann wird aufgerundet, ne? 65. Richtig geiler Fisch. Richtig geil. Und das zeigt wieder, dunkle Spots an sonnigen Tagen sind immer wieder gute Stellen für Zander. Setzen wir den schnell zurück. So. Und da geht er. Nicht ein Knick, das Nickel-Titan, obwohl wir schon zwei Fische gefangen haben. Unter der Brücke bleiben die Zander bissig. Starker Turnierfisch für unseren Schnurenthusiasten, der ihm erstmal die Führung bringt. Während Flo seinem Plätzchen im Schatten nach dem zweiten Erfolgserlebnis wohl noch etwas treu bleibt, ist Alex weiterhin rastlos. My plan is to fish the three rocky outcrops that you see there. It gets deep pretty quickly from there. And there's a lot of structure on the water. And I'm pretty sure that there are a few fish lurking around there. And then it's just up to us to, or up to me, to try and catch them. So during test fishing here, we caught a lot of fish, we caught fish on quite small lures. So I think the best option is now to really downsize to something small and go a little bit finesse, although I hate the word. Really small 7 gram pre-rigged pulse realistic roach
And I think even that might be a little bit on the larger side here, but we'll give it a go. At least it's a bait that is snack size for everything we want to catch. Right, fingers crossed for a big perch here. Wenn ich mit Cranks fische, egal ob das jetzt hier so am Kanal ist oder auch entsprechend lang der Steinpackung oder auch vom Boot aus, wenn ich weit runter gehe mit dem Ködern. Ich mag es, wenn die Tauchlippe den Gewässerboden berührt, regelmäßig immer dort rumhackt. Ab und zu lasse ich ein bisschen locker, wenn er zu viel am Boden hackt, dass er im Stein ein bisschen hochkommt. Deswegen nehme ich auch Floating-Modelle, also auftreibende, schwimmende Modelle. Und sobald dann wieder Zug drauf kommt, durchs Einkurbeln geht der Köder wieder runter, hackt wieder am Boden. Also quasi genau umgekehrt wie mit einem Jigkopf. Und was ich jetzt hier mache, ist eigentlich reinschmeißen, Rohenspitze runter, erst einmal auf Zug bringen, bis ich den ersten Bodenkontakt spüre. Und ich fische die Köder auch durchaus immer etwas tiefer als die Wassertiefe. Was heißt das? Hier ist ungefähr so 4,5 Meter, knappe 5 Meter tief. Dieser Köder taucht mit der dünnen Schnur, die ich hier verwende, ist eine 10er geflochtene, ungefähr 6 Meter tief. Also er will tiefer als die Wassertiefe ist. Dementsprechend wird er auch immer den Boden berühren. Und das könnt ihr auf zweierlei Art und Weise machen. Also stehen bleiben, schmeißen, immer ein paar Würfe machen, wieder ein Stückchen weitergehen. Also immer dahin, wo ihr schon gewesen seid. Und, oder ihr macht das so, dass ihr einfach den Köder hinter euch herschmeißt, wenn ihr gerade so eingespundete Kanäle habt. Und dann könnt ihr schön gleichmäßig laufen. Das Tolle dabei ist, indem ihr den Gewässerboden ja abklopft, merkt ihr auch bestimmte Ecken, auch wenn das hier noch so ein Kanal ist, noch so gerade, hat auch er hier kleine Hügel, kleine Täler, irgendwelche Muschelbänke und all das spürt ihr hiermit und so fische ich halt. Auch ein Zander. Steig mir nicht aus, Kollege. Was ist los, Alter? Warte. So Power hier. Oh, drin! Drin! Er könnte die 60 haben. Ne, 59. Da ist er genau auf der 59. Geiler Fisch. Die haben Power hier im Fluss jetzt noch. Das Wasser ist noch nicht so warm. Ich denke so 17, 18 Grad und da haben die Fische richtig Power. Schnell reporten und dann weiter, weil die Buhne ist heiß. Wir lassen es regnen. Leute! Das ist vielleicht ein Barsch, Leute. Das ist ein Gut, das ist jetzt nicht der größte Zander, aber es ist ein wichtiger Fisch auf dem Scoreboard. Und dieses Mal habe ich einfach an der Buhne lang geschmissen. Ich habe echt gehofft, dass es ein Barsch ist, weil die oft auch hier in der flachen Uferstruktur stehen. Farbe brauche ich nicht mehr erwähnen, ne? Glaube ich. Galaxy. Ah, der ist aber lang. Also ist jetzt nicht der längste. Wer hat den längsten mäßig, aber auf 0,5 ist er, ne? Also sogar ganz. 49. 49. Ja, wie gesagt, kein riesengroßer Fisch. Das ist mir aber total egal. 49 wichtige Zentimeter auf dem Scoreboard. Vor allen Dingen der dritte Zander. Mein Ziel ist, 4 zu fangen. Und vielleicht dann noch den einen oder anderen Barsch dabei. So, der kommt natürlich hier auf der anderen Seite der Buhne zurück. Ja, einmal umdrehen, einmal klarkommen. Adios, amigo. Die Buhne ist wirklich heiß. Fast schon Durchgangsverkehr bei Enrico und auch Begleiter Michael hätte sicher einen schlechteren Tag erwischen können. Der Zander-Hattrick katapultiert den YPC-Champion von 2020 auf Platz 1. Ob das heute allerdings lange währt, ist fraglich. Barsch, glaube ich. Nein, ein Pfeiler. Ja, dicker Barsch.
Yes! Bam! Eben noch drüber geredet. Kein Brückenwächter zu Hause. Mach den Haken mal raus, weil der hängt im Kescher mit drin. Ah. 42,5. 43er Barsch. Geil, Mann. Eine Handvoll Barsch darf zurück. Und damit ist's schon wieder vorbei mit Enricos Intermezzo an der Tabellenspitze. Toller Barsch für Jonas, der hier wirklich einen tollen Vormittag erlebt. Noch ist es nicht so weit, aber plötzlich scheint Mark Patschowskis jüngst aufgestellter Rekord nicht mehr so unerreichbar wie gedacht. Noch bleibt Jonas eine Stunde und 15 Minuten Zeit, um mit zwei maßigen Fängen Marks Rekord zu brechen. Ob ihm dieses Kunststück tatsächlich gelingen sollte, erfahrt ihr dann in der nächsten Woche. Doch die letzte Aktion in dieser Folge gehört Fred. So, guys, end of the first episode. I really fail. All the choice I made seems to be bad this morning, and there's no excuse. So some of the guys managed to find good fish and quite a lot. So yeah, something went wrong in the picking of my spot, and definitely the time lost in the car doesn't help me a lot. So yeah, but you know, I'm doing in general. I'm a strong finisher. Yes! Oh! Believe it! Believe it! What a talking! Strong finisher or what? Maybe not the size, but... Up. So anyway, we're gonna measure it, but that gives you my hope for the next episode. Freds kleiner Zander scheint ihm sichtlich Aufwind für die nächste Folge zu geben. Bevor wir uns verabschieden, wagen wir einen letzten Blick auf die Tabelle. Jonas Töllner hat bereits alle Fischarten und führt momentan vor Enrico Di Ventura, der drei Zander und einen kleinen Barsch fangen konnte. Auf Platz 3 liegt Flo Hassenflug mit zwei ordentlichen Zandern und einem Hecht. Didi Isayas mit den zwei punktstärksten Fischen, einem Barsch und einem Zander, ist aktuell Vierter. Fred Julien und Alex Drappers stehen noch ohne Punkte da. Wir hoffen auf euer Einschalten am kommenden Sonntag. Lasst uns gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar oder schaut doch mal in unserem Online-Shop vorbei. Zander hat heute schon super funktioniert und einen kleinen Barsch gab es sogar auch schon. Jetzt müssen nur noch die Hechte her und das Training dazu haben Jesko und ich auf Video festgehalten. Für schöne Hechte und spektakuläre Topwater-Attacken checkt also unbedingt das erste Video auf unserem neuen LMAB-YouTube-Kanal ab. Dort findet ihr wöchentlich viele Videos mit Enrico, mir und vielen weiteren Gesichtern aus der LMAB-Familie. Den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Wir freuen uns über zahlreiche neue Abos, viele, viele Kommentare unter den Videos und wünschen euch damit viel Spaß.